Ja, hallo liebe Astronomiefreunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, immer bloß so die praktische Variante, mal am Teleskop gezeigt, was man da so machen kann. In der Facebook-Gruppe Astronomie als Hobby, da wurde ich jetzt häufig gefragt, wie machst du denn deine schönen Mondfotos? Ja, ich habe erst vor einem Jahr überhaupt mit der Astrofotografie richtig angefangen. Bei Deep Sky bin ich noch nicht so richtig vorwärts gekommen. In der Mondfotografie habe ich schon meine ersten Schritte gemacht. Und da es viele gibt, die großes Interesse daran haben, selber mal solche Fotos zu machen, habe ich mich halt entschlossen, einfach mal so ein kleines Tutorial zusammenzustellen. Ich muss dazu sagen, das ist prinzipiell nur für Einsteiger. Also ich bezeichne mich selber auch noch als Einsteiger in der Mondfotografie, weil ich zurzeit auch nur mit der Okularprojektionstechnik arbeite, weil ich das für mich als persönlich am einfachsten erachtet habe. Man kann ganz gute, ganz schöne Fotos damit erreichen. Ja, also man braucht jetzt nicht unbedingt eine CCD-Kamera oder eine wie heißt das, CMOS-Kamera. Da kommen dann natürlich die ganz hochwertigen Fotos bei raus, das ist klar. Aber jeder, der eine Spiegelreflexkamera zu Hause hat und ein Teleskop, kann auf alle Fälle, wenn man gutes Seeing hat, solche guten Fotos erreichen, wie ich das jetzt im Tutorial mal darstelle. Ja gut, ich habe hier im Hintergrund schon ein Foto eingeblendet vom Krater Humboldt. Das habe ich jetzt vor 3 Tagen am 2. März 2018 aufgenommen. Ungefähr 19 Stunden nach Vollmond. Sehr interessante Phase. Da taucht dann am östlichen Rand wieder die Schattengrenze auf und man kann die ersten Krater schon ganz schön sehen. Das Seeing war nicht so besonders, aber gut, ich zeige euch da mal, was dabei rausgekommen ist. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich mache das alles mit diesem OSB Studio, kostenlose Software, tolle Sache. Ich nehme das zum ersten Mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, wenn man die Videoclips am Teleskop aufgenommen hat, dann spielt man die natürlich erstmal in den Computer ein. Ich habe gesehen, viele Amateurastronomen haben ja auch die Canon EOS-Kameraserie. Die produziert diese MOV-Files, ich glaube Apple QuickTime-Format, Movie-Files nennen sich die. Ja, die sind für die spätere Weiterverarbeitung nicht so toll geeignet, weil das Programm AutoStacker, was wir dann benutzen, das nicht lesen kann. Es soll da wohl ein Plugin geben, habe ich mal probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Deswegen konvertiere ich diese Movie-Files erstmal. Ich zeige euch mal ganz kurz Krater Humboldt. Das ist das, was ich da aufgenommen habe. Und so sieht es dann auch am Ende der Bearbeitung aus. Und so sieht das Rohvideo aus. Ich schalte mal nochmal hin und her. Das ist das Endergebnis. Und so schaut es dann am Teleskop aus. Ja, gut. Dann zeige ich euch mal die Konvertierung. Zum Konvertieren benutze ich das Programm X-Media Recode. Das ist kostenlose Freeware oder Shareware. Ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle ist es kostenlos im Internet erhältlich. Habe ich vor etlichen Jahren schon mal runtergeladen. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das kann man direkt von der Seite der Programmierer runterladen. Sehr tolle Sache. Da kann man alles Mögliche konvertieren. So zum Konvertieren von Videofilen steckt da eigentlich alles drin, was man so als Amateur braucht. Ich benutze das jetzt schon ziemlich lange und wir öffnen da einfach mal dieses Movie-File und ich wandle das dann in ein normales AVI-File um im RAW-RAW-Format, also vollkommen verlustfrei. Dadurch wird das Video massiv aufgebläht. Das hatte ja jetzt wie viel? 625 Megabyte und das wird dann ungefähr meistens so 8 GB groß. Also ganz schön gigantisch. Ja, also da muss man dann bloß auf Job hinzufügen gehen und schauen wir nochmal. Das ist jetzt die Arbeit, die das Programm praktisch durchführen soll. Und hier ist das schon in den Jobs eingetragen. Und ja, AVI-File, 1 Minute 53 Sekunden. Man sollte mal so 2-Minuten-Clips machen. Manche machen noch 3 oder 4-Minuten-Clips. Also ich bin mit 2 Minuten immer ganz gut zurechtgekommen. Da hat man dann schon ungefähr so 2000, 3000 Frames und da stecken dann immer genügend drin, die eine gute Qualität haben. Man kann natürlich auch länger aufnehmen. Das wird dann natürlich alles sehr rechenintensiv am Ende. Und dann geht man einfach auf Codieren und dann legt das Programm los. Ja, dauert jetzt 1 Minute und dann ist es fertig.
Das Programm hat jetzt fertig konvertiert und ja, wir sehen, die Datei ist gigantisch geworden, 8,8 Gigabyte. Ich starte sie mal kurz. Ja, alles in Ordnung. Also alle, die andere Kameras benutzen, die nicht dieses MOV-Videoformat erzeugen, die können den Schritt natürlich überspringen. Also wenn man eine Kamera hat, die dieses MP4-Format direkt aufnimmt, dann gibt es da keine Probleme. Dann kann man gleich zum nächsten Schritt gehen, zu dem Autostackert zur Verarbeitung der Videos. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Kameras das alles machen. Ich habe das bei Panasonic Kompaktkameras mal gesehen, dass die MP4-Daten erzeugen. Also ich habe nur Canon-Kameras und Nikon und die machen alle dieses MOV. Wahrscheinlich gibt es doch andere von Canon und Nikon, die das nicht machen. Keine Ahnung. Aber das muss man dann selber sehen. Wie gesagt, das war jetzt bloß der Konvertierungsschritt. Die eigentliche Bildbearbeitung beginnt dann mit dem Programm Autostackert. Das kann man kostenlos im Internet runterladen. Das ist ein wunderbares Programm. Im Prinzip dafür mal programmiert worden, um Mondfotos und Planetenfotos zu schärfen, beziehungsweise die Videos, die man vom Mond und vom Planeten aufgenommen hat. Darum geht es ja. Die Videoclips werden da eingespielt und das Programm berechnet dann eine scharfe Version daraus, die man dann noch etwas weiter bearbeiten kann. Ja, ich mache jetzt mal das Mondvideo auf, was wir aufgenommen haben. Dann seht ihr schon, im rechten Fenster erscheint der Mond ganz groß, ein Ausschnitt von dem Video. Da gibt es so einen Stabilisierungsanker. Da kann sich das Programm bei der Berechnung dran orientieren. Da müsst ihr mal mit Steuerung und Mausklick das, diesen kleinen Rahmen auf eine prägnante Formation auf dem Mond richten. Ich mache das jetzt hier mal auf den Krater Humboldt. Und dann kann man im Prinzip auf der linken Seite schon mit der Berechnung losgehen. Man muss hier bloß mal schauen, wenn man den Mond aufnimmt, muss das auf Surface stehen und bei Planetenaufnahmen auf Planet. Ja, die anderen Einstellungen, da gehe ich jetzt mal nicht so drauf ein. Da gibt es noch Tutorials. Wer sich damit beschäftigen will, kann da bei YouTube reinschauen für die Profis. Ich habe da auch schon mit rumgespielt, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Geht da jetzt erstmal um Einsteiger. Also der nächste Schritt nach dem Öffnen des Videos und des Setzen des Stabilisierungsankers ist dann einfach die Analyse. Jo, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Deswegen überspringen wir das mal. Das Programm ist jetzt fertig mit der Berechnung und es hat jetzt im Prinzip sämtliche Frames, die in dem Videoclip drin sind, auf Schärfe berechnet und stellt das jetzt hier dar, die Bildschärfe. Diese zackige Kurve, das sind im Prinzip die Frames, die da drin sind. Ich schaue mal, wie viele es sind. 2842 Frames stecken da drin in dem Videoclip. 1 Minute 53 Sekunden. Und ja, diese Kurve zeigt im Prinzip, wie viele sehr gute und wie viele sehr schlechte Frames drin sind. Hier in der Mitte sind die durchschnittlichen. Und wir brauchen jetzt für die weitere Berechnung so ungefähr die 20 bis 30% besten Frames aus dem Video. Ich nehme meistens so 20% der Frames. Bei sehr guten Seeing, da kann man auch 30% nehmen. So gut ist das Seeing aber selten. Also das hatte ich jetzt in den letzten Tagen zweimal. Und letztes Jahr im April mal, also insgesamt dreimal in fast einem Jahr, war perfektes Seeing. Gut, ja, wir gehen dann mal in das rechte Fenster rüber. Und hier sehen wir wieder den Mond. Und hier oben ziehen wir jetzt praktisch den kleinen Reiter nach rechts. Und wir sehen hier unten, wie die Prozentzahl immer höher geht. Das ist jetzt die Prozentzahl der Frames, die er jetzt in die Berechnungen, die Schärfung des Bildes mit einberechnet. Ja, ich habe jetzt 20% der Frames ausgewählt. Auf der Seite sieht man das. Hier ist ein kleiner Balken jetzt nach rechts gewandert und zeigt hier die 20% besten an. Das reicht dann meistens aus von so einem 2-Minuten-Clip, um ein halbwegs scharfes Bild zu berechnen. Ja, wie gesagt, wenn man das hier so auf 20% gezogen hat oder auch ein bisschen höher, je nachdem, was man für einen Geschmack hat, dann muss man noch auf dieses Feld gehen, Place AP Grid. Da wird so ein Gitter über das gesamte Frame rübergelegt zur weiteren Berechnung.
Ja, das, was das jetzt genau bedeutet, weiß ich auch nicht, aber das bezieht sich dann auf die einzelnen Rechenschritte in den Bestandteilen des Frames. Ja, gut, danach wird dann gestackt. Der berechnet jetzt im Prinzip die 20% besten Bilder zusammen und schärft die dann gleich noch ein bisschen. Jo, das lassen wir jetzt mal machen. Und das dauert dann meistens ein paar Minuten. Und ich überspringe den Schritt jetzt mal. Nach ein paar Minuten ist das Programm dann fertig. Hier sieht man nochmal die einzelnen Bearbeitungsschritte. Was das jetzt genau bedeutet, können euch sicherlich andere Amateurastronomen ein bisschen besser erklären. Ja, in dem Ordner, wo die Videofiles liegen, da legt der Autostacker dann ein Unterverzeichnis an. Das finden wir hier. Und da sind dann zwei TIFF-Dateien. Die mache ich jetzt mal auf. So schaut das jetzt mal aus. Also Autostack wirft dann eine normale zusammengerechnete Bilddatei aus den 20% besten Frames und eine zweite Datei, die er selber schon ein bisschen nachschärft. Das ist jetzt die nachgeschärfte. Das ist nochmal die ungeschärfte und nochmal die geschärfte. Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen, wie man das weiter bearbeiten soll. Ich bin da immer ein bisschen bequem als Einsteiger. Ich nehme dann einfach die geschärfte Version. Und das machen wir jetzt mal als nächstes. Der nächste Schritt erfolgt mit dem Programm Registax. Ja, das kann man sich auch kostenlos runterladen. Einfach mal googeln. Das ist ein sehr gigantisches Programm, wo die wahnsinnig vielsten Bearbeitungsschritte drin sind. Ich habe mir das bloß mal über Tutorials selber angeeignet, was man als Einsteiger so braucht. Es sind eigentlich nur wenige Schritte. Und den meisten anderen Kram, der da drin steckt, kann man erstmal vergessen. Da kann man sich dann später mal mit beschäftigen, wenn man zum Profi-Hobby-Astronomen, Fotografen geworden ist. So, ich mache das dann mal über auf und geht dann auf Select und suche, ich nehme dann mal die geschärfte Datei von Autostackert und die öffnet sich dann hier. Ja, meine CPU ist nicht die schnellste, das dauert dann immer ein bisschen. Jo, es sind 100.000 Einstellungen, die den Einsteiger erstmal total verwirren. Ich zeige euch mal die Sachen, die jetzt einfach nur wichtig sind. Man muss hier mal auf Used Linked Wavelets klicken. Und dann hat man hier verschiedene Layers, glaube ich, so verschiedene Schärfeebenen, die man da praktisch über die Bilddatei rüberlegen kann. Es geht jetzt darum, dass wir ein schönes, scharfes Bild aus dem noch relativ mauschligen, verwaschenen Bild produzieren. Jo, ich ziehe mal hier Layer Nummer 1 nach rechts rüber. Bei Mondaufnahmen nehme ich meistens so immer 50 als Wert und vom zweiten Layer gehe ich so auf ungefähr 25 und den dritten und vierten braucht man kaum noch. Ich nehme den dritten immer noch so ein bisschen so auf 3 vielleicht oder auf 4. Ach so, ja, auf der linken Seite, da kann man auch noch verschiedene Bearbeitungsfenster einblenden. Zoom-Panel zum Beispiel, da kann man dann schön die Körnigkeit sehen. Habt schon gesehen, also in der Mitte des Bildes, da ist das jetzt sehr unscharf geworden, aber auch sehr körnig. Und wenn man jetzt diese Körnigkeit wieder rausnimmt über den Denoise-Schritt, dann kriegt man da praktisch ein schön scharfes Bild draus. Ja. Dazu geht man einfach bloß auf den kleinen Pfeil nach oben. Also es gibt da noch andere Schritte, die da wesentlich komplizierter und besser sind, aber so groß sind die Unterschiede dann in der Bearbeitung nicht. Deswegen lasse ich das mal weg. Das ist ja jetzt bloß für Einsteiger. Also auf den kleinen Pfeil gehen und dann klickt man langsam weiter nach oben und wir sehen schon in dem körnigen Bild, dass die Körnung langsam rausgeht. Und wenn man sieht, dass die Körnung fast weg ist, dann reicht das eigentlich aus. Bin jetzt so bei 30, 35. Man kann diese Layers auch wesentlich höher ziehen und dann muss man auch die Körnung noch ein bisschen höher drehen, also die Endkörnung, das ist die Noise. Aber dann sieht das Bild so ein bisschen overprocessed aus, so ein bisschen überbearbeitet und nicht mehr wie ein natürliches Mondfoto. Habe ich früher auch mal gemacht, bis ich dann auf den Dreh gekommen bin, diese Layers hier nicht ganz so hoch zu drehen. Also wie gesagt, den ersten so auf 50, den zweiten auf 25, den dritten auf 3 bis 4. Reicht meistens aus. Ja, jetzt sehen wir schon in der Mitte. Die Konturen der Krater sind jetzt deutlich schärfer geworden.
Und das ist im Prinzip das Vorschaubild. Und als nächstes geht man dann auf Do All. Dann berechnet er jetzt mal für das gesamte Bild die Schärfe. Und dann sehen wir jetzt schon bei den Rechenschritten, die nur ein paar Sekunden dauern, dass jetzt die gesamte Bildschärfe so durch das Bild durchspringt. Jo, das sieht doch schon ganz hübsch aus. Ja, denn man kann hier noch mit dem Gamma-Wert so ein bisschen rumspielen. Nur bei über- und unterbelichteten Mondfotos ist das nicht schlecht. Mache ich nicht so häufig. Das ist vielleicht ein kleines bisschen zu hell für meinen Geschmack. Deswegen drehe ich das mal ein bisschen runter. Man kann hier über die Gamma-Kurve ja die tollsten Lichteffekte erzielen. Da sieht man noch ein bisschen Körnung ist noch drin. Ja, so Minimalkörnung lasse ich ganz gerne drin in den Bildern, weil das gibt immer noch so ein bisschen, ja, Restschärfe. Für das menschliche Auge ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, weil das Bild wirkt irgendwie ein bisschen plastischer, wenn so ganz, ganz schwache Körnung noch drin ist in dem Bild. So, ich lasse das nochmal rüberlaufen. Kleines bisschen dunkler. Dadurch wird auch der plastische Eindruck noch so ein bisschen intensiver. Jo, sieht doch schon ganz hübsch aus. Na gut, ja, und dann geht man auf Save Image, dann wird das nochmal abgespeichert, das Bild. Und zwar schon als JPEG-File. Gut, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Ich zeige euch nochmal schnell die Unterschiede zwischen den bearbeiteten Bildern. Das ist jetzt praktisch das Summenbild, was AutoStackert ausgeworfen hat, noch ungeschärft. Dann gehen wir mal zur geschärften Version und jetzt kommt nochmal die Version, die ich gerade mit Registax nochmal nachgeschärft habe. Das sieht doch dann schon richtig schön plastisch aus. Ich klicke nochmal durch. Ja, ich denke, da sieht man richtig im Kraterboden vom Krater Humboldt die Wellen, die Höhenzüge rauskommen. Das ist doch schon ein beeindruckender Anblick. Zum Abschluss nehme ich dann immer noch das Programm PaintShop Pro. Das habe ich schon seit 20 Jahren oder so. Uralte Version benutze ich immer noch. Das muss man jetzt selber entscheiden, ob man das noch macht. Das ist jetzt ein bisschen Feinarbeit. Ja, öffne ich mal die JPEG-Version. Wir sehen ja, am Rand sind immer noch so ein paar Artefakte. Das ist von der ungenauen Nachführung war ziemlich windig, das Teleskop hat gewackelt, deswegen schwankt das Bild dann manchmal minimal hin und her während der Clipaufnahme und dadurch entstehen dann am Rand solche Artefakte. Die kann man dann aber ganz einfach wegschneiden, indem man das praktisch ausschneidet. Und ups, so, dass man da nicht so viel, ja, ich lasse mal den dunklen Mondrand auch noch weg, nicht so viel Artefakte hat. Geht man auf Kopieren und einfügen. Ich mache mal das andere zu. Und so, und dann haben wir im Prinzip hier die schöne Version, die wir haben wollen. Als allerletztes mache ich immer noch ein Graustufenbild draus, weil ja, ich bin mit den Mondfarben immer nicht so richtig zufrieden. Keine Ahnung, ist mein persönlicher Spleen, muss nicht unbedingt sein. Sehen sicherlich die meisten anders, aber ich finde den grauen Mond am schönsten. Also vergesst das am besten. Ja, und dann einfach abspeichern und dann ist man fertig mit der Bearbeitung. Dann sieht das doch schon ganz hübsch aus, wenn man da so reinzoomt. Hat man vom Krater Humboldt, oh, wo ist er? Da schon relativ viel Details. Gut, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Vielleicht mache ich noch mal eins über Deep Sky für Einsteiger. Da habe ich ja noch keine große Ahnung, aber andere Leute, die das zum ersten Mal machen wollen, wollen da vielleicht auch mal eine einfache Einführung. Schauen wir mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal.